Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch die Charmaster Powerbank mit 20.000 mAh. Hier ist die Verpackung, auf den Seiten sehen wir gar nichts und auf der Rückseite nur die Modellbezeichnung. Ich habe die Powerbank bei Amazon gekauft um insgesamt 37,30 €. Das finde ich einen ziemlich guten Preis. Link findet ihr in der Beschreibung. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal die Verpackung auf. So, wie wir sehen, haben wir anscheinend auch eine kleine Tasche dabei, in der die Powerbank drin ist. Legen wir sie mal bei der Seite und schauen, was sonst noch drinnen ist. Einmal die Anleitung und einmal ein USB-A auf USB-C Kabel. Ist zwar ziemlich kurz, aber reicht fürs Aufladen. Dann würde ich sagen, packen wir die Powerbank selbst mal aus der Tasche aus. Die Powerbank befindet sich noch in so einer Folie, gehen wir mal gleich weg. Und ja, das ist die Powerbank. Vorne seht ihr das Wireless Charging Pad gleich dazu. Könnt ihr mit maximal 15 Watt euer Handy drahtlos aufladen. Auf der rechten Seite befindet sich ein USB-C Port als Ein- und Ausgang, dann ein Micro-USB Port. Der dient nur als Eingang, dann zwei normale USB-A-Anschlüsse mit jeweils 10 Watt und dann noch einen dritten USB-Anschluss fürs Quick Charging. Auf der linken Seite befindet sich ein Ein-Ausschalter, mit dem ihr zum Beispiel das Display auf der Vorderseite aktivieren könnt. Das Display zeigt uns dann diverse Modi an, zum Beispiel unseren Ladezustand in Prozent, dann ob es schnell geladen wird oder ob es wireless geladen wird. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Anschlüsse genauer an. Auf der rechten Seite ein USB-C Eingang mit Quick Charge und Power Delivery 3.0, dient als Ein- und Ausgang. Dann zum Beispiel der Micro USB Eingang mit Quick Charge 2.0 und 3.0 und auf der Rückseite die drei USB Anschlüsse, wobei einer auch Quick Charge 3.0 unterstützt. Die genauen Daten blende ich euch hier nochmal als Bild ein. Da könnt ihr die genauen In- und Outputs ablesen. Wireless Charging könnt ihr zum Beispiel mit 5 Watt, 7,5 Watt, 10 Watt und 15 Watt. So, dann würde ich sagen, testen wir mal ganz kurz das Wireless Charging. Nehmen wir dazu einfach mein altes Galaxy S9 Plus. Das legen wir drauf. Dann müsst ihr noch auf der Seite den Ein-Ausschalter betätigen, damit das Wireless Charging Pad aktiviert wird. Und schon lädt auch das Smartphone auf. Die Powerbank selbst lässt sich ca. in 6 Stunden mit Quick Charge 3.0 oder Power Delivery schnell aufladen. Wenn ihr es mit einer normalen 10 Watt Netzteil macht, dann dauert es ca. 11 Stunden. Das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen und ciao.